Ein ganz spontanes Update. Wie du siehst, wir sind gerade am Architektenhaus und hinter mir siehst du das erste Zimmer, wo schon das Parkett liegt. Und das sieht so gemütlich aus. Ich habe schon eben zu Justus gesagt, das sieht so gemütlich aus. Ich will mich da hinsetzen und mit meinen Kindern spielen. Das ist so das Gefühl. Genau derselbe Boden ist ja im Wohnzimmer. Stimmt. Und das sieht so gut aus. Das haben wir gut ausgesucht. Achso, und Justus meinte, da sind halt diese, wie nennt man das? Astlöcher mit dabei. Astlöcher, ja, aber ich finde das nicht. Ich finde das schön. Ja, es ist schön. Wenn nicht so nur alles gleich ist, man das ein bisschen Leben drin ist. Richtig toll, aber leider darf man hier nicht rein, wie man sieht, das ist ja abgesperrt. Aber es sieht schon gut aus. Es sieht gute Arbeit gemacht. Ja. Und guck mal, der Übergang. Das ist eigentlich das Schicksal. Ach, das meintest du mit Übergang? Und das ist hundertprozentig gerade hier. Ah, das ist okay. Total abgefahren. Richtig also schick. Parkett geht dann direkt über in Fliese. Genau. Und ich finde die Kombi, das kann man auch mal ein bisschen die Kombi sehen. Ne? Fliese ja. Und Parkett, finde ich, sieht auch gut aus. Ja. Also ein bisschen dunkler, ein bisschen, dass man ein bisschen ruhiger hat. Schön. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Zimmer. Ja, aber ja, vielleicht nicht mehr unseres, ne? Vielleicht müssen wir mit Johann tauschen. Morgen ist das hier dran. Was ist morgen dran? Ach so, das kleine neue Zimmer. Ja, das ist schon vorbereitet. Ich glaube, hier soll man auch nicht rein. Ah, hier darf man schon nicht mehr rein, ne? Ja. Hier ja, ist super sauber gemacht, die ist super gerade. Ah, das heißt, dann kann man dann direkt mit Parkett dann loslegen, genau. Oder? Oh, also morgen sieht das Zimmer dann richtig gemütlich aus, was für ein Boden ja, ausmacht, ne? Ja, ja, stell dir also, vor, jetzt kommt da noch der Boden rein. Ja. Es ist einfach dann fertig. Ja. Und nächste Woche die Küche, oh Gott. Oh Gott, jetzt ist er auch mal die Küche. Nächste Woche. Nein. Woche. Ich kann es nicht glauben. Jetzt geht es für sich so schnell alles. Ja, also jetzt nochmal vorher, nachher. Hier sieht es morgen wirklich schön aus schon. Ganz viel Hirnschmalz hat Justus gerade gesagt, hat er hier reingesteckt. Ja. Ich wollte das auch nochmal zeigen, was er genau damit meint. Guck mal, jetzt haben wir hier nochmal so einen kleinen Flur. Und da hat er dieses, wie nennt man das, diese Einkerbung. Ja, das ist, eigentlich sollte da ja so ein Fenster hin. Und dann haben wir uns hier gerätselt und so ein Lichtdesigner kam und hat gesagt, ja, das, die Fläche ist schon sehr, sehr groß. Und wir haben gesagt, Mensch, die Nische ist so, wirklich so tief, wir müssen gar kein Fake-Fenster machen. Lass uns doch das irgendwie als Stellfläche nehmen, also dass man hier irgendwas hinhängt oder also was Dreidimensionales dahin macht. Mhm. Vielleicht irgendwelche Monstera-Blätter, ne? Dann könntest du auch das die Wände so von oben bescheint, von den Spots. Und dann sieht das hier nochmal ganz krass aus. Also mhm. Das ist noch schön, richtig schön Gang. Und dann gibt's hier also ich werde mich hier richtig austoben. Ganz warme Badezimmer, also warmkühlige Badezimmer. Gut, also eigentlich von dem Parkettboden. Ja, aber ich wollte nochmal zeigen, hier wurde ja auch gestrichen. Also diese Balken. Ja. Unsere Holzbalken von unserem Haus, die ja, wurden sie heben sich ein bisschen hervor, aber schon ein bisschen. Gestrichen. Also dass es eben so eine kleine Erinnerung ist, dass es eben ein altes Haus ist, was hier saniert wurde. Ja. Und gerade unten im Wohnzimmer. Und hier sieht man eben auch nochmal diese Nudeldinger da. Ja, guck mal, da hat jemand persönlich angefasst. Ach so. Das ist das Einzige. Okay, das müsst ihr nochmal, nee, aber das meine ich jetzt. Dass das Astrid. Vorher schon drin war, Astrid. Genau. Das haben wir jetzt auch drin gelassen als kleines Andenken, wie das hier schon immer geplant war, vom Architekten vorher auch, ganz am Anfang. Achso, Dachboden, habe ich schon gezeigt, wurde ja verrückt, ne? Falls du dich erinnerst, das war ja mal hier und jetzt einfach nach da verrückt. Und es sieht so aus, als wäre es schon immer da gewesen. Da ist jetzt ja nichts übrig, richtig gut gemacht. Kurzes Update, schau, wo wir gerade sind. Und zwar Boden. Ich würde es dir so gerne zeigen, aber es wurde schon versiegelt. Also, das halbe Wohnzimmer ist schon fertig. Hier kann man es so ein bisschen sehen. Also bis dahin haben sie schon verlegt und das sieht wirklich gut aus, wenn man es sehen also könnte. Ich habe es ganz viel gegeben. Also, sie haben jetzt hier das Parkett so ein bisschen weiter runtergesetzt. Hier. Und die haben jetzt die Streifen vom Parkett haben sie aufgenommen und dann ganz genau dann weiter. Also es sieht wirklich so aus, als ob das Parkett von da hinten durch. Gängig nach hinten geht, obwohl hier dann eine Glasplatte ist und obwohl das tiefer gesetzt wurde. Das sieht wirklich, wirklich toll aus, aber wir hatten da jetzt ein Problem, ne? Ja, das war total, oh mein Gott, und das muss ich euch mal zeigen. Jetzt. Okay, Justus war ja. Mal ganz aufgeregt, beziehungsweise... Also wir haben natürlich nur dasselbe Parkett bestellt, ja. Aber wie das halt so ist bei Holz, da weicht manchmal halt die Farbe ab. Der Rest kommt noch nach oben. Ja. In die ganzen Kinderzimmer. Ja,
Ach nein! Ja, du kriegst natürlich auch das Paket. Genau, du kriegst, genau. Alle kriegen dasselbe. Ja. Wir haben erst überlegt, ob wir verschiedene Art nehmen. Nee, bei dem anderen Haus ist es ja, da haben wir auch ganz verschiedene Fliesen und das ist nachher irgendwie zu bunt, ja, im ganzen Haus. Ja, also Justus ist super dankbar dafür, dass der Parkettleger mitgedacht hat, weil er meinte auch, naja, es hätte ihm auch egal sein können. Er hätte einfach weiter verlegen können, aber er hat uns wirklich darauf aufmerksam gemacht und meinte, ja, die Nuance ist so ein bisschen anders. Wollen wir das weitermachen oder wollen wir lieber mal gucken, ob in den anderen Paketen, ne, was Passenderes ist. Also, ja, toll, wenn die so mitdenken und ja, wenn es und denen auch wichtig ist. Die ganzen Übergänge, wo diese man Details sieht, ob das wirklich Baby, was perfekt so gemacht wurde. Wie hängt sie denn da? Sie möchte gerne ihre Füße anfassen. Ach so. Ja, die Schuhe, ne? Die will sie mal ausziehen. Die mag sie nicht so. Siehst du, Maus. Ja, oben sind auch schon Fliesen. Das kann ich dir auch einmal kurz zeigen. Ach, hier soll das Badezimmer sein? Nein. Hier steht nachher die Waschmaschine. Ah, okay, das sah nämlich aus wie eine Dusche. Hier ist die Trennwand von. Früher war da nur ein Schrank. Kleiderschrank und jetzt. Das sieht schön aus, ne? Richtig schick. Der Bogen. Ja. Sieht aber wirklich ein bisschen aus wie bei einer Dusche, ne? Das ist auch so. Ja? Ja, das ist eine Duschwanne. Ach so. Ja, die ist halt nicht bodenlang. Aber es ist jetzt so, dass du die, wenn wir jetzt, ist hier alles Holz, ja, wenn wir eine Waschmaschine draufstellen, ja? Und sagen wir mal, die ist irgendwie aus oder ich muss das Sieb wechseln, da kommt ganz viel Wasser raus. Dann läuft das natürlich schön über die geraden Fliesen hier aufs Parkett oder noch schlimmer, okay, nach unten durch. Deshalb wird das hier, ist das hier alles komplett wasserdicht und Fliesen. Und wenn da irgendwie was ausläuft, dann läuft es direkt da in den Duschablauf. Also das sind jetzt Fliesen, das sind kein Holz. Und das sind die ursprünglichen Fliesen, die Nancy sich ausgesucht hatte fürs Badezimmer. Für mein Badezimmer, ne? Ja. Aber es sieht auch gut aus. Also das sieht auch gut aus. Ja. Also deshalb habe ich sie jetzt hier recycelt. Ja, aber Justus hat jetzt doch andere Fliesen ausgesucht. Ja, aber die sehen genauso aus wie der Parkettfußboden. Wie deshalb haben wir die genommen. Genau. Und das macht das alles noch ein bisschen heller. Ja. Ja. Und hier ist die Badewanne. Ja, meine Badewanne ist schon da. Mumifiziert. Ja, sieht man nichts. Aber ich glaube, die hast du mal kurz gezeigt. In der Insta-Story. Ja, schön. So eine freistehende. Und da werde ich dann liegen. Aus dem Fenster gucken. Das ist dort mein Zimmer geworden. Eine Abstellkammer. Also die Johann, du musst nicht wieder zurückkommen. Ja, ich weiß. Dafür gehe ich in das Poolzimmer. Genau. Oh, hier hätte ich es ja eigentlich auch zeigen können, aber jetzt ist der Boden versiegelt. Also da ist schon komplett fertig verlegt, aber man sieht natürlich nichts. Ja, extra für die Maler. Und da kommen noch Hartplatten drauf. Ah. Dass dann jetzt ganz viel noch draufgelascht werden kann und dass es dann eben zu keinem Kratzer kommt. Ja. Weil wenn da jetzt irgendwie so ein Sandkorn dazwischen kommt, ist natürlich ärgerlich. Und alle latschen drüber, dann arbeitet sich das ganz toll ins Parkett rein. Deswegen richtig doll versiegelt, ja. Ja. Schade. Ja, ich hätte es mir auch nochmal gerne angeguckt. Ja, ich auch. Ja. Ich habe es so halb gesehen. Wir sind extra jetzt hierher, damit wir das vielleicht noch sehen. Dann waren wir doch zu spät. Willkommen an Tag, weiß ich nicht, wie viel da. Auf jeden Fall geht es weiter. Ja, also ich kann dir irgendwie alles zeigen, aber irgendwie auch nicht, weil der Parkettbogen schon komplett verlegt wurde, aber auch versiegelt. Deswegen kann ich es dir nicht so richtig zeigen, aber das ist ja der Parkettboden. Oder sind das diese ausgenudelten? Aussortierten. Aber das Wort. Extra noch so viel übrig, dass das nach oben gelegt werden kann, dass auch die Hochebene von Klarheit auch dieses Paket. Weil guck mal, das ist auch ein Paket, ein halbes Paket und ein bisschen was aussortiert ist, aber das kann gerne da oben hingelegt werden. Das ist der Rest, der übrig geblieben ist. Mhm. Die Community hat gefragt, wie das Paket genau heißt. Ja. Das bauen viele auch in der Community und möchten das gerne auch. Also ja, okay, kann ich mal nennen. Kannst du mal nennen. Ja, das wäre gut. Na, auf jeden Fall. Also, mal, hier steht ich finde es so toll, dass wir uns das ausgesucht haben. Hier, ne? Das hier ist Florentino Eiche White. So heißt das. Macht ihr einen Screenshot? Genau. Macht ihr jetzt einen Screenshot? 1, 2, 1, vorbei. Vorbei. So. Nein, also ich freue mich ja, wenn ganz viele aus der Community auch sagen, oh, das sieht so toll aus, das möchten wir auch gerne in unserem Haus haben. Paket wurde schon komplett verlegt, im ganzen Haus. Das bedeutet, alle Zimmer, außer natürlich die Badezimmer, Küche, Flurbereich,
Da sind die Fliesen schon. Da gehen wir gleich runter, das kann ich dir zeigen. Sie werden zwar nicht so bleiben, wie sie sind, weil wir da Probleme hatten. Habe ich dir, glaube ich, schon erzählt. ja, da muss nochmal nachgearbeitet werden. Es läuft eben nicht immer alles gut auf dem Bau. Aber zumindest kannst du schon ungefähr sehen, wie es aussieht. Und ich finde, es sieht richtig gut aus. Ich bin so froh, dass wir uns für dieses Parkett entschieden haben und für die Fliesen. Also hier ist auch früheres Zimmer von Johann. Diese Halle. Oh, hörst du das Echo? Das ja. Ist jetzt das Zimmer von Anastasia. Ja, soll es werden. Ne? Wir haben ja die Zimmeraufteilung noch nicht komplett besprochen. Weil ich habe letztens gesagt, ich hätte gerne das Zimmer da, das neue. Ja, ich weiß nicht. Das haben wir mit Elisa fünfmal versprochen. Ja, Elisa freut sich leider schon darauf. Hätten wir es doch bloß nicht schon versprochen. Dann hätten wir jetzt nochmal auftacken können. Wir haben das kleine Zimmer und das ist auch total schick. Ja, das ist auch schick. Das zeige ich dir auch noch gleich. Ja, genau. Wollen wir gleich nochmal zeigen? Das ist so doof, weil ich das jetzt gar nicht zeigen kann mit dem Boot. Also irgendwie, es ist fertig und ich kann es auch irgendwie nicht zeigen. Das ist halt so schade. Ja, ich bin sehr dankbar, dass er jetzt wieder am Ring gelegt hat, sondern alles so schön verstrahlt hat. Also jetzt schön abgedeckt hat, auch mit einer sehr dicken Folie, sodass wenn der Maler jetzt kommt und alle anderen, die jetzt so oben agieren und hier die Schleiter aufstellen, dass es eben keine Kratzer mehr in der Fläche gibt, sondern es ist total so geschützt. Ja, genau. Also es hat natürlich schon seinen Sinn, dass es jetzt nochmal abgedeckt wird. Weil wir sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Bau und solange noch fleißige Bauarbeiter reinkommen. Kommt man, wenn der jetzt anstrichst, dann kommen die genau. Lampen rein. Lampen. Die Anlage. Klimaanlage. Ja. Und dann sind wir wirklich fertig und dann wird der Boden entblößt. Das habe ich schon Justus gesagt, du musst mir sagen. Darf ich nicht selber machen, sondern muss die Kamera aufbauen. Ja, da will ich unbedingt dabei sein. Das wird ein richtiger Vorher-Nachher-Effekt. Vorher und dann nachher. Ach so, das ist die Ecke Heizung. Ja, hier stand ja vorher so ein Einbauschrank bei Johann. Der ist weg und der kommt auch nicht wieder hier rein. Aber so ein kleinerer Einbauschrank, das hatte Justus geplant, weil er meinte auch, das sah nicht so gut aus. Also ich fand den immer so mega wuchtig und viel zu viel. Licht, Licht, Licht von überall. Überall sind Fenster. So, das Zimmer, das Highlight-Zimmer, wie ich das gerne nenne. Das sieht so krass aus, Justus. Also das ist wirklich ein sehr, sehr krasses Zimmer, ne? Ja, das hätte ich gerne, aber... Wenn man jetzt nicht so lang tritt, also wenn man wirklich dieses Gefühl... Vorm Fenster steht... Von fast draußen. Ja. Und unten ist es noch extremer. Ja, unten sieht es auch gut aus. Der Garten fängt dann wirklich direkt vor dem Fenster an. Also hier fehlt noch nicht mehr viel. Also nochmal der letzte Anstrich. Nochmal weiß alles. Lampen rein. Steckdosen rein. Justus hat auch schon zu mir gesagt, er drängelt mich schon, dass ich Möbel aussuchen muss. Ja, das müssen wir uns schon einrichten hier. Ja, vor allem hier für Lisa. Da schreit ihr immer bis da. Da hat sie hier ein großes weiches Bett. Achso, Schreiner, unser liebster Schreinermeister, der kommt jetzt auch noch nächste Woche. Nee, am Freitag kommt er noch. Am Freitag, also diese Woche kommt er noch. Und dann muss er das hier aussehen. Hier möchte Justus auch so einen Einbau schreiben. Genau, das ist jetzt bis nach oben gehen. Oh, guck dir das an. Ja. Justus, was haben wir hier gemacht? Von der Planung von vor 2 Jahren ist jetzt. Gut, wenn alles fertig ist, dann hat Justus ganz, 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 ganz viel Stress gehabt. Und ist aber auch super froh, wenn es dann endlich vorbei ist. Ja. Aber dann steht hier echt ein mega, mega Haus. Mein Schatz. So viele tolle technische Sachen, wenn ich alles nochmal zeigen muss. Ja, also das muss Justus alles nochmal zeigen. Vor allem energetisch total abgefahren. Ja. Was ist denn Bobby? Jawohl. Arme Hucke. Dann geht's los. Ja, nämlich ja. Hey! Ja? Genau, runter traue ich mich noch nicht. Die Treppe habe ich dir schon gezeigt, glaube ich. Bin mich nicht so sicher. Also die Treppe, die wir jetzt ausgesucht haben. Nein, 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 Justus, sag mal. Das schafft sie schon. Nein! Oh, Justus, okay.
Stimmt, die Treppe wird dann... bis August, das heißt, wir müssen diese, selbst wenn wir anfangen zu wohnen, wird diese Treppe noch kurz drin bleiben. Ach, okay. Ja. Okay. Und deshalb müssen die so stabil mit sein. Mit Baby, ja? Müssen. Ja, wir werden ja sich dir... Was na, du denn da? Sicherheitsmäßig. Das machen ja viele, ne, auf einer Baustelle wohnen. Und wenn es bei uns nur die Treppe ist, die dann auf der Baustelle ist, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Yeah. Okay. Ja. Baby. Ja, nicht den Vorschlüssel. Ja. So, jetzt zeige ich dir die Fliesen unten. Halte dich fest. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, wie sie aussehen. Wir haben dich ja bei allem mitgenommen, ne, was um das, den Hausbau hier geht. Und deswegen, ach, halte dich fest. Okay, okay, warte, es geht los. Es ist jetzt ein bisschen komisch. Diesen Bereich hier hinter dir muss ich jetzt einmal kurz aussparen. Das zeige ich dir in einem anderen Vlog. Oh mein Gott. Aber den Boden hier kann ich dir zeigen, die Fliesen. Das sieht jetzt so aus. Das sind die Fliesen. Wir haben uns ja extra so große Fliesen ausgesucht. In so einem, ja, Cremeton. Ja. Und so ein bisschen, ja, von der Struktur her kannst du es so ein bisschen sehen, ne? Das sieht so ein bisschen wie Steinoberfläche aus. Ja, sieht wie Steinoberfläche aus. Und ich finde, das sieht mega, mega gut aus. Und vor allen Dingen schade, dass man das jetzt nicht sieht in Kombination mit dem Parkett, ne? Weil das sieht richtig gut aus. Ja, und hier ist natürlich auch Parkett schon fertig. Genauso wie in diesem Zimmer, Parkett auch schon fertig. Ich kann es auch nochmal sehen, hier sind nochmal ein paar von diesen. Aber das wirkt richtig gut. Also in diesem Kameralicht nicht so, aber bei Tageslicht sieht das richtig gut aus. Ja, sag was zu den Fliesen. Also ich finde es toll, ich bin froh, dass wir uns für die entschieden haben. Achso, stimmt. Die Fugen sind noch nicht gemacht, aber die werden wir in der Farbe von den Fliesen machen, weil das ist ja auch immer noch mal so eine große Frage, in welcher Farbe man auch die Fugen macht. Oh mein Gott, welche Fragen man sich alles stellt. Und dann sieht das wirklich so aus wie ein durchgängiger Boden fast. Warte mal, ich zeig das mal hier. Das finde ich richtig cool. Dieser Weg. Und guck dir mal an, das habe ich auch noch nicht gezeigt, wie der Pool aktuell jetzt aussieht. Also jedes Mal, wenn ich herkomme und filme, dann... Oh, das ist wie so ein Quantensprung, was passiert ist. Das sieht toll aus, oder? Wolltest du noch was sagen? Ich? Du willst auch mal so viel erzählen. Ich bin still und genieße. Ach so. Ah, du kleine Mann. Sie will unbedingt die Treppe hoch. Ach, sie will die Treppe jetzt? Ja, sie will die Treppe hoch. Oh, kleiner Mensch. Hallo, kleiner Mensch. Oh nein, wie süß. Ich muss den Müll noch aufbauen. Ja. Sie muss sich auch noch an dieses Haus gewöhnen, anders heißt, er kennt dieses Haus ja nicht. Sie sollte eigentlich auf die Welt kommen, wenn das Haus fertig ist. Weißt du? Ja. Dann wollten das Baby klar. Wenn wir das so gemacht hätten, wäre sie nicht auf die Welt gekommen. Deswegen soll man auch keine Kinder planen. Genau, keine Kinder planen. Also nur grob planen. Die Kinder sollen kommen. Und dann richtet man sich schon selbst irgendwie danach. So, Mülltüte gefunden. Super. Ja, wir hatten das wirklich vor, ne? Dass du hier in Ruhe dann bist und das Baby gut zu lässt. Ja. Und jetzt ist sie bald ein Jahr alt. So soll er sich anhören. So soll er sich anhören. Ja. So soll er. Also deswegen sind die Fliesen noch nicht perfekt. Ja, ja. Manche sind drunter noch hohl. Ja. hohle Fliesen haben wir. Aber das kriegen wir noch alles hin, mein Schatz. Das kriegen wir noch hin. Das ist ja nur der ganz kleine Punkt. Das kriegen wir auch noch hin. Ja. Wir gehen weiter. Du bist fertig hier? Ich kann gerade nur am Garten einmal den Müll rausbringen. Guck mal. Sehe ich nicht richtig nach Bauherrin aus? Jawohl. Da kann ich gleich Respekt, wenn ich das sehe. Respekt? Na gut. Ich melde mich wieder von der Baustelle. Beim nächsten großen Ding entweder das da in der Ecke oder wenn das hier entlüftet wird. Nee, wie heißt das? Ist das doch nicht entlüftet? Präsentiert, wie heißt das? Präsentiert, ja. Nee, wenn man das doch... Naja, egal, du weißt, was ich meine. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Enthüllt! Genau. Entlüftet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!